Ja, eine schöne Wanderung werden wir jetzt machen. Und zwar gehen wir zuerst durch ein schönes Tal und dann laufen wir auf die Höhen. Auf die Höhe Joche. Wir laufen jetzt ein Stück, etwa 3 Kilometer, den europäischen Fernwanderweg vom Schwarzen Meer zum Schwarzen Meer. Quatsch, vom Schwarzen Meer zum Atlantischen Ozean. Ute, was ist denn hier? Erzähl mal. Das muss ich erstmal kurz nachgucken, oder? Das ist jetzt die Griesmühle von 1621, die älteste Mühle von Jetrzejowice. Und da ging das Wasser durch den Tunnel hier durch, um zur Mühle zu gelangen. Und da ist hier so ein Mädchen auf dem Bild, die heißt Pauline Müller und deswegen heißt das Tal Pavliner Uderli, Pavliner Tal. Da gehen wir doch mal durch, durch den Tunnel. Juhu! Kalt ist ja nicht. Pavličina Občutska, da gucken wir mal, was das sein soll. Schöne Wege sind das hier, auch mit dem Bach hier, herrlich. Es schneit und schneit. Meine schöne Technik. Der Weg ist hier wirklich besonders schön. Durch die ausgehauenen Steine, damit man überhaupt lang gehen kann. Wunderschön. Hier wechseln wir jetzt vom roten auf den blauen Wanderweg und gehen Richtung Grünerzitze, Natokani. And you came to me like a bird to the breeze, and we floated together for a while. But you had to go, now I carry the load, took off in the wind, and my smile.
Der blaue Weg hat uns jetzt hier aufgeführt und jetzt müssen wir mal gucken. Sieht aus, als ob es jetzt ins Tal wieder hinunter geht, aber hier ist eine herrliche Winterlandschaft. So high above the sky and you nailed it to the floor. Cause for some odd reason I. Jetzt haben wir uns umentschlossen aufgrund des Wetters. Wir sind schon ein bisschen nass. Da gehen wir jetzt nicht Naturkanie, sondern wir gehen jetzt mal zurück nach Jetrischowice durch ein Tal, wo kein Wanderweg ist, sondern bloß ein kleiner Pfad. Hier steht dran Kamenace. Wir sind wieder angekommen an unserem Ausgangsort. War eine schöne Wanderung mit spannenden Sachen. Ich muss sagen, ist eine für Kinder, für Enkel, wäre das eigentlich eine ganz tolle Sache. Aber 11 Kilometer waren es immerhin. Nee, man muss es ja nicht so weit machen wie wir. Ja, wir können abkürzen. Ja. Es sind so schöne Wege hier am Wasser. Also im Sommer kann man bestimmt in den Teich springen oder in die Bäche. In den Bach. Sehr schön hier. Aber wir werden das auch noch weiter beobachten, den schönen Ort hier, Jetrischowice. Cause for some odd reason I don't believe in this one thing I adore. What is loving?